Meine Damen und Herren, die FPÖ ist heute stärker denn je. Es ist für mich als Person natürlich nicht einfach, mit wenigen tausend Stimmen nicht gewonnen zu haben. Also der Tag, wo Sie ins Tagebuch eintragen, ich wäre heute fast Präsident geworden, das ist nicht sonderlich angenehm. Aber es ist auf der anderen Seite genauso schwierig, mit nur wenigen Stimmen Überhang Präsident zu sein. Denn man muss auch in dieser Funktion dann Präsident für alle Österreicher sein und diesen zweiten großen Teil Österreichs zu überzeugen, das wird eine ganz, ganz schwierige Aufgabe und das ist nicht einfach. Die FPÖ wird gestärkt durch dieses Wahlergebnis kommende Wahlauseinandersetzungen bestreiten. Ich möchte mich sehr herzlich bei Heinz-Christian Strache bedanken, der vor 11 Jahren diese Partei bei 3% übernommen hat. Und durch einen unglaublichen Einsatz, durch eine unglaubliche Geradlinigkeit und durch eine hohe soziale Intelligenz diese Partei wieder zusammengeführt hat und so stark gemacht hat, wie sie noch nie in der Geschichte der FPÖ war. Er hat damit auch am Sonntag Geschichte geschrieben. Ich werde, das wird jetzt alle vielleicht beunruhigen, die sagen, sie sind froh, dass ich nicht Präsident geworden bin, mit meiner ganzen Persönlichkeit und mit allen Fähigkeiten und auch Schwächen, die ich besitze, als Kandidat bei der nächsten Nationalratswahl auf einem weiteren Listenplatz hinter Heinz-Christian Strache alles versuchen, um diese FPÖ so stark zu machen, dass wir mehr als ein Drittel der Wählerstimmen für uns gewinnen können. Warum das so wichtig ist? Das ist ein Punkt, wo ich mit Dr. Van der Bellen sehr gestritten habe im Wahlkampf, weil er gesagt hat, er wird nicht zulassen, dass die FPÖ Regierungsverantwortung übernimmt. Wenn die FPÖ mehr als ein Drittel der Wählerstimmen erreicht bei der nächsten Nationalratswahl, dann sind Verfassungsgesetze ohne Freiheitliche nicht möglich. Und dann wird es fast unmöglich sein, zu verhindern, dass der Wahlsieger auch Verantwortung für Österreich übernimmt. Und wir wollen Verantwortung für Österreich übernehmen, als, ich sage noch einmal, Mitte-Rechtspartei mit großer sozialer Verantwortung.